sind in Bilbao. Was machen wir hier? Wir fahren im Taxi. Um deine Frage sehr konkret zu beantworten. Weniger konkret könnte man sagen, wir singen hier heute ein Konzert. Das zweite Konzert in unserer Adventskonzertreihe hier in Spanien. Es wird hoffentlich nicht ganz so aufregend wie gestern. Gestern war viel Unruhe vom Konzert und ich hoffe, dass wir das heute etwas gelöster bekommen. Und freue mich sehr. Bilbao ist sehr, sehr schön. Hier ist es noch sehr grün für Ende November. Hier ist es aber auch sehr kalt. Das Wetter ist uns hold, es scheint die Sonne. Der Flughafen von Bilbao ist architektonisch wunderschön. Wie so oft in Spanien merkt man, dass die Leute gerne schönes Design bauen. Das gefällt mir gerade in öffentlichen Gebäuden. So, und jetzt geht's zum Frühstück. Angekommen in Bilbao sehen Sie hier eine Raubtierfütterung der Spezies Homo nobilis. Und hier die wunderbare Kirche, in der es ist ein bisschen anstrengend zu filmen und zu laufen gleichzeitig. Es geht hier alles ziemlich schnell. Also wir sind hier in dieser Kirche in Bilbao, eine wunderschöne Kirche, wie Sie hier gleich sehen. Ganz viele Bänke, ein ganz altes Gebilde, wunderbarer Couleur mit wunderbaren Verzierungen. Gleich auf der rechten Seite sehen Sie, halten Sie sich fest, eine Reiseleiterin, Claudia. Da war sie ganz kurz im Bild und schon sind wir wieder weiter. Und es geht direkt in den Altarraum hinein und Zoom auf die Kirche. Das ist unser wunderbarer Chor in Bilbao. Und was hier innerhalb weniger Sekunden gemanagt wird, ist einfach atemberaubend. Kurze, klare Handbewegungen, gelernt von Louis de Funès. Und jetzt achten Sie auf den Polos mit der Nummer 3. Was für eine Choreografie er hier abzieht. Diese wunderbaren Handzeichen, gelernt vom Meister. Wir beginnen in der ersten Strophe mit der Gemeinde einstimmig. Die zweite Strophe versuchen wir in einem Chorsatz, den gucken wir uns gleich an. Die dritte Strophe singen wir auf Deutsch. Und die vierte Strophe singen Sie wieder in einem Satz. Die Frauen, also Sopran und Alt, haben dieselbe Stimme wie in der zweiten Strophe, also das, was sie in dem Chorsatz schon mal gesungen haben. Die Bässe haben eine veränderte Stimme. Die wird aber gesungen von unseren Bässen, die dann bei ihnen stehen. Das heißt, sie können eigentlich nicht falsch liegen. Deswegen würde ich vorschlagen, und auch weil wir nachher ein bisschen anders stehen, dass wir das jetzt einmal von vorne durchmachen. Okay.